Du musst es mir nicht erzählen, wenn du nicht willst. Okay, die alte Frau, ich weiß wirklich nicht, was mit ihr los ist, aber sie hat mir das hier gegeben. Wer ist das? Das weiß ich nicht. Das versuche ich ja gerade herauszufinden. Sie hat mir auch erzählt, dass etwas Wertvolles im Haus Anubis versteckt ist. Und dass ich mich vor einem schwarzen Vogel in Acht nehmen muss. In unserem Haus? Ja, sie hat ein Gemälde vom Haus Anubis. Und weißt du noch, nach der einen Nacht, nach der Mutprobe, ich musste zurück, um meine Schlüssel zu holen. Und da habe ich ein Gemälde mit genau diesem Mädchen drauf gefunden. Es war hinter einer doppelten Wand. Eine doppelte Wand? Ja, du findest das jetzt bestimmt lächerlich, oder? Nein, gar nicht. Das Gemälde war hinter der Wand und da habe ich auch den Zettel mit dem Rätsel gefunden. Wow. Der Tee ist fertig. Anschließend hat sich Kaya auch noch beim Nachsitzen absentiert. Aber diese Sache wird ein Nachspiel haben. Einen Moment bitte. Was ist denn? Wo ist die Akte von Lin? Du musst mir zuhören. Lass sie in Ruhe. Delia, du musst mir zuhören. Sie muss gar nichts. Ignorieren einfach. Delia, bitte. Delia, du musst mir zuhören. Ich kann alles erklären. Lass mich in Ruhe. Zufrieden? Ich dachte, dass Delia und Felix sich geküsst haben. Delia und Felix? Ja, das hat Magnus gesagt. Delia saß gestern den ganzen Abend im Waschraum und hat auf dich gewartet. Und jetzt kommst du mit so einer schwachen Geschichte? Oh Mann, das wusste ich nicht. Magnus hat sich das alles ausgedacht. Komm, Mara, wir gehen. Bitte rede mit ihr. Mir hört sie gar nicht mehr zu. Komm.